ganz normal Spülwasser, trocknest es schnell ab, damit es nicht zu lang feucht bleibt, nass bleibt, sondern sofort trocknen und dann abreiben, ja, hier mit dem Handtuch, trocken reiben, schön trocknen lassen, offen. So. Und wenn es ganz getrocknet ist, kann man mit dem Schleifpapier einfach ganz kurz drüber fahren. Mhm. Ja? Ja. Dann macht man Staub, am besten gerade wieder mit einem sauberen Tuch, Staubtuch, schön sauber. Und dann nimmt man Sonnenblumenöl, gerade mit dem Pinsel. Ich habe kein Sonnenblumenöl, Olivenöl. Ja, ist auch gut. Okay. Sonnen ist genauso gut. Mhm. Ja? Ich hole jetzt gerade, da guck, jetzt reiben wir das jetzt gerade trocken. Jetzt machen wir den ganzen Staub weg, mhm. Ja? Dass kein Staub mehr dran ist. So, jetzt ist der Staub alles weg. Und damit poliert man dann auch. Eben, das spürst du, wenn du mit dem, das ist polieren. Ja? Mhm. Eben, fass es mal an. Und dann bleibt es schön glatt. Mhm. So, da hole ich jetzt gerade mal das Ding. Den mache ich mal da weg mit dem Öl. Und am besten zum Trockenreiben mit einem ganz trockenen Tuch. Ja. Also da ist jetzt auch schon wieder wegen Feuchtigkeit dran. Ist nicht so gut. Einfach extra. Okay. Makiko. Hm? Oder du nutzt es jetzt, bevor man es jetzt ein... Oder soll man, wenn man das jetzt einölt, das ist normales Sonnenblumenöl. Ah. Da drin. Okay. Reines Sonnenblumenöl. Und der Pinsel ist auch ganz sauber. Hm. Wenn wir das jetzt machen, jetzt. Wenn wir das jetzt machen würden, dann kannst du eigentlich erst morgen das Besteck nutzen. Okay. Weil das braucht Zeit, bis es wieder reinzieht und wieder trocken wird, auch das Öl. Weil sonst pappt es zu sehr. Ja, ja. Ja? Mhm. Also sollen wir es trotzdem machen? Ja, bitte. Eben, dann benutzt. Weil anschauen geht ja weiter, legst es einfach irgendwo dann hin. Mhm. Lass es gerade auf so einem Kleber drauf. Weil das ist dann immer ein bisschen ölig. Ja. Hier das einmal, wie man das dann macht. Ein, zwei, ja, dreimal vielleicht und dann ist gut. Ja? In woher? Nein. Einmal in der Woche, zwei, drei Wochen lang. Also dreimal. Mhm. Also jetzt machen wir das erste Mal, guck, dann pinselt man das einfach gerade so ein. Nachher zwei Wochen und noch wieder. Zum Beispiel, genau. Machst eine Woche, in der zweiten Woche und in der dritten Woche. Hm. Und dann ist gut. Mhm. Dann ist das meiste, dann passiert nicht mehr allzu viel. Hm. Weil es ja immer wieder nass wird und geschliffen wird. Hm. Und irgendwann bleibt es dann in dem Stadium. Hm. Und Birne habe ich genommen, weil die Birne sehr, sehr, sehr geschlossenporig ist, keine offenen Poren. Das ist das Schöne Gute an der Birne. Mhm. Für die Elastizität wär ein anderes Holz besser. Zum Beispiel Esche, mhm, oder Walnuss. Mhm. Walnuss könnte man auch. Aber die sind offenporig. Das heißt, das sind dann offene Poren. Und das ist nicht so ideal. Wie bei der Eiche. Eiche, da guck. Hier die Eiche. Das ist sehr offenporig. Wenn du das anfasst, spürst du das sogar fast. Hm. Und bei der Birne gar nicht, die ist absolut dicht. Okay. Also Tendenz Ebenholz. So, von der Art her. Hm. So. Ja? Ja. Einfach schön einölen. Hm. Dann legst du es hin. Dann legst du es hin. Na, da habe ich ja noch nicht. Sonnenblumenöl ist sehr gut. Sonnenblumenöl ist nicht so dunkel. Aber Olivenöl ist genau gleich. Wenn du Salat isst, dann kommt ja auch das Öl da dran. Salatöl. Ah. Ja? Mhm. Ja? Und dann ist das, kannst du auch Salatöl, Olivenöl nehmen. Mhm. Das ist der gleiche Effekt. Mhm. Und das Öl schützt. Und
und gibt die Farbe. Ah, ja, ja. Ja? Und schützt, dass es nicht so viel Wasser aufnimmt. Ah, gut. Ja? Weil, ja. Ja? Das ist gut. So. So, jetzt haben wir es wieder. Ja, und du siehst, hier, jetzt zieht schon wieder Öl rein. Ja. Da ist es jetzt schon wieder trocken. Mhm. Da auch, da, wenn du drauf guckst. Ja. Und das ist gut so. Das, soll, das Holz soll so viel einziehen, wie es aufnehmen kann. Ja? Ja. Und das macht man jetzt. Das lässt man jetzt trocknen. Mhm. Sage ich mal 10 Minuten, Viertelstunde. Oder, und geht immer mal noch mal drüber. Ja? Mhm. Und zwar gar nicht mit frischem Öl, gerade mit dem Öl, wo drauf ist. Mhm. Und fertig ist der Karton. Mhm. Ja, da siehst du, wieder ganz trocken. Ja, schön. Ja, ja, das zieht ins Holz rein. Mhm. Das Holz ist. Das saugt es richtig auf. Und das verstopft später die Poren, mhm. Ja, dass keine Feuchtigkeit mehr reindringt. Mhm. Also nicht mehr so viel. Mhm. So. So. Ich finde die witzig. Dank. Ich finde die witzig. Schön. Habe ich immer in die Hand genommen und habe gedacht, bin mal gespannt, wie Makiko das denn in der Hand hat und isst damit. Ja. Ja, und dann nimmt man den wieder in Zewa und reibt mit dem Zewa den trocken. Ja. Ja. Warten wir. Ja, jetzt warten wir noch zehn, ein paar Minuten einfach. Okay. Vielen Dank. Ja, witzig. Da fährt man den. Und jetzt siehst du, speckig wieder, ja. Einfach liegen lassen, erst trocknen lassen. Mhm. Weil das zieht jetzt, der Rest zieht jetzt auch wieder rein. Mhm. Und dann ist die Oberfläche wieder schön sauber. Okay. Ja? So. Das ist. Schön. Ich finde die Form wunderschön. Ja. Wunderschöne Form, auch die Form finde ich wunderschön. Und dann dieses Zusammensitzen, da sollte man erst trocknen lassen. Gar nicht groß anfassen. Ganz schön.